Soll Cannabis legalisiert werden oder weiterhin als Droge verboten bleiben? Dieser Frage stellten sich in der Brasserie Hermann zum einen Dr. Wieland Schinnenburg, seinerseits Mitglied des Bundestagsausschusses für Gesundheit von der FDP, und der systemische Therapeut Lothar Schwarze, welcher seit Jahren in der Suchtberatung tätig ist. Organisiert wurde die Diskussionsrunde von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Da beide Diskutanten unterschiedliche Meinungen zu dem Thema hatten, bot die Veranstaltung zu Beginn dem Politiker, welcher ebenfalls examinierter Zahnmediziner und auch Jurist ist, die Gelegenheit, seine Sicht zu äußern. Also wir sind überzeugt, dass die bisherige Cannabispolitik in Deutschland gescheitert ist. Wir haben strafrechtliche Verfolgung seit Jahrzehnten und trotzdem 4 Millionen Konsumenten, die sich auf dem Schwarzmarkt versorgen mit ungesicherter Qualität. Wir sind der Meinung, wir sollten eine kontrollierte Abgabe haben über Apotheken und speziell lizenzierte Geschäfte. Auf die Weise würden wir die Qualität sichern. Wir würden dem Staat Einnahmen über Steuern sichern, weil wir Geld, weil wir Umsätze aus dem Schwarzmarkt herausnehmen. Und wir würden nebenbei die Polizei entlasten. Die könnte sich dann um Einbrecher kümmern, statt sinnlose Verfolgung von Kiffern. Besagte Mehreinnahmen, die vom Befürworter der Legalisierung ins Rennen geschickt wurden, beliefen sich auf etwa 1 Milliarde Euro. Käme noch eine direkte Cannabissteuer hinzu, im Stile einer Sektsteuer, so würden diese zusätzlichen Einnahmen sogar etwa 1,6 Milliarden Euro mehr in die Staatskassen spülen. Die erwähnte Entlastung der Polizei würde etwa 6.000 Arbeitsstunden weniger für die Ordnungshüter ausmachen. Von den juristischen Instanzen ganz zu schweigen. Ein nicht unerheblicher Teil des gesparten Geldes müsste für die Präventionsarbeit verwendet werden. Ein großes Feld, welches in den Augen des systemischen Therapeuten Lothar Schwarze eine aktuelle Legalisierung ausschließt. Aus seiner Sicht braucht es ein neues Bewusstsein in der Gesellschaft hinsichtlich deren Konsumverhalten und des Blickes auf dieses. Gesellschaft und die Masse ist aber sehr träge und sowas braucht Zeit, bis wir eine andere Haltung entwickeln. Und da denke ich, das wird Jahre brauchen. Und auf diesen Zeitraum, bis das erstmal erreicht ist, sollten wir als Hochkonsumland von Alkohol und einem sehr verantwortungslosen Umgang mit Alkohol grundsätzlich, sollten wir erstmal Abstand nehmen für einige Jahre und dieses Problem erstmal besser in den Griff bekommen, als wir es derzeit noch tun, bevor wir daran etwas ändern an der Legalisierung. Gleichwohl sehe ich, dass die Drogenpolitik, so wie sie jetzt besteht, gescheitert ist. Und wir müssen danach bessern. Das ist gar nicht die Frage. Aber die Legalisierung zum jetzigen Zeitpunkt ist, glaube ich, nicht das geeignete Mittel der Wahl. Der Schwerpunkt der Diskussionsrunde lag vor allem auf dem Aspekt, welcher Cannabis als berauschendes Mittel thematisiert. Der dafür verantwortliche THC-Gehalt, so der Ansatz des Politikers Schinnenburg, müsste selbstredend begrenzt werden. Eine Abgabe von Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren ist Konsens. Ein weiterer Wirkstoff neben dem besagten THC ist CBD. Dieser Wirkstoff findet vor allem in medizinischem Cannabis Verwendung, welches seit 2017 auch in Deutschland vom Arzt verschrieben werden kann, so dessen THC-Gehalt weniger als 0,2% beträgt. Cannabis enthält Wirkstoffe, die medizinisch verwendbar sind und die das Leiden von Menschen lindern können. Keine Frage, da gibt es Studien zu, deswegen auch der richtige Schritt der Legalisierung. Wenn es Menschen hilft, gesundheitlich kontrolliert, medizinisch verordnet, vom Arzt verschrieben, Cannabis zu konsumieren, mit einem hohen CBD-Anteil, sehr geringen bis kaum vorhandenen THC-Anteil, spricht nichts dagegen, selbstverständlich. Was völlig anderes hat mit dem berauschenden Mittel selbst nichts zu tun. Und auch Menschen, die das konsumieren, berichten das, dass es eine völlig andere Wirkung hat. Und von daher, das sind zwei Paar Schuhe. Seit November 2019 ist Cannabinol sogar als Nahrungsergänzungsmittel legalisiert. Allerdings braucht es vor allem im medizinischen Sektor noch einiges an Umgang mit dem Thema Cannabis als Arzneimittel. Also ich glaube, im Bereich medizinischen Cannabis läuft auch vieles falsch. Zum Glück haben wir seit 2017, also seit knapp 3 Jahren, haben wir eine gesetzliche Regelung, dass also Medizinalcannabis Kassenleistung ist. Die Idee des Gesetzgebers war, dass es unbürokratisch gemacht wird. Tatsächlich ist ein riesenbürokratischer Aufwand damit verbunden, der die Sache teuer macht. Und ein Drittel der Anträge wird von den Krankenkassen abgelehnt. Das kann auch nicht sein, das war auch nicht im Sinne des Gesetzgebers. Cannabis muss wie viele andere Therapeutika ein ganz normales Mittel in der Hand des Arztes sein. Wenn ein Arzt zum Ergebnis kommt, Cannabis hilft, dann soll das auch uneingeschränkt verschreiben können. Dass erst seit kurzem die Legalisierung von medizinischem Cannabis stattfand, sieht Dr. Schinnenburg als Problem. Erst langsam kommen Studien in Deutschland ins Rollen, welche notwendige Informationen liefern.
Der Politiker betont, dass die Forschung im Bereich der medizinischen Anwendung von großer Bedeutung ist, damit Ärzte durch die daraus resultierenden Ergebnisse und mittels Fortbildungen im Umgang sicherer werden. Dass das medizinisch eingesetzte CBD als Wirkstoff für naturorientierte Konsumenten und für Patienten mit chronischen Schmerzen als Alternative fungieren kann, ist eindeutiger. Ob aber berauschendes Cannabis in naher oder ferner Zukunft von allen Volljährigen erworben werden kann, wird sich zeigen. Noch halten sich die Argumente der Gegner und Fürsprecher die Waage. Das zeigte auch der Diskussionsabend in der Brasserie Hermann. Das Thema bleibt also spannend.